Die nächste 3 Minuten wird keiner von euch abschalten. Da sorge ich schon dafür, das könnt ihr mir glauben. Egal ob Angela Merkel. Was ist eigentlich die Bedeutung von dem Wörtlein Lellebäbel? Darth Vader. Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument. Oder Barack Obama. Bei uns stellt jeder Dackel gratis im Pass sein Drahtesel in Hausgang rein. Niemand ist vor Dominik sicher. Unter seinem Nickname Dodo K verbreitet er im Internet seit rund 4 Jahren schwäbisches Flair. Angefangen hat alles mit einer Dialogszene aus seiner Lieblings-TV-Serie. Die allererste war meine erste Folge 24, die auch, glaube ich, immer noch irgendwie auf YouTube steht, wo der Terrorist verhört wird von Jack Bauer, der dann bei mir Jürgen Bauer heißt. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Das fiel mir irgendwie so als Feierabendlaune ein. Da dachte ich, das probierst du jetzt mal. Das machst du jetzt mal. Mittlerweile hat Dominik in seinem Studio über 40 Film- und Fernsehsequenzen auf Schwäbisch nachsynchronisiert. Die immer weiter steigende Anzahl von achtlos weggeschmissene Bonbonpapierle an deutsche Baggersee ab sofort mit harte Bandage vorgegangen werden soll. Auf YouTube und in der Fan-Dub-Szene haben seine Videos längst Kultstatus. Für seine professionell klingenden Synchros nimmt sich der Filmfan viel Zeit. Guck Fern oder DVD und dann sehe ich eine Szene und denke, ah, super, die wird sich gut eignen. Das sieht man so relativ schnell, wenn man ein bisschen erfahren ist. Es eignet sich nämlich nicht alles. Und dann gehe ich eigentlich ins Studio mit der Szene und fange mal an. Also ich arbeite allein und setze mich irgendwie vor den Bildschirm und fange mal an zu reden und höre mich auf dem Kopfhörer selber. Und so entstehen die Texte. Ich schreibe nie vorher ein Drehbuch oder ein Skript, ich probiere immer im Studio rum. Und bei einer einfachen Szene, einfach heißt, wenn die im Original schon irgendwie cool inszeniert ist, dann funktioniert es auch in der Synchro schneller. Dann bin ich so in 1-2 Stunden fertig, plus noch ein bisschen Geräusche, also 3 Stunden dauert es. Und manche Sachen sind sehr schwer. Zum Beispiel Interviews oder Leute, die natürlich sprechen. Gerade eben hat er noch gespielt auf der Center-Stage, jetzt ist er daheim bei mir, Kid Rock. Mensch, cool, dass du da bist, Alter. Gern. Wie läuft's bei dir? Gut, und wie läuft's bei dir? Danke, du, bei mir läuft's nicht, bei mir rennt's, Alter. Dominik spricht in seinen Videos alle Rollen selbst. Nur bei den Frauenstimmen kommen ab und zu ein paar kleine technische Hilfsmittel zum Einsatz. Eben, was mir furchtbar auf Nerven geht. Ich hab nicht den gleichen Friseur wie der Sänger der Rockgruppe Die Prinzen. Bei den meisten Frauenstimmen tune ich ein bisschen, aber nur minimalst. Obwohl ihr ein typisch schwäbischer Betrieb seid, besonders lustig zugeht, stimmt es? Absolut, Anne. Aber es ist oft so, dass ich das einspreche und dann höre ich mir das gepitcht an und dann kriege ich es danach ganz oft auch ohne das Pitchgerät hin. Das Ganze macht nicht nur Spaß, sondern kann auch eine ganze Menge rechtliche Probleme und Ärger verursachen. Denn die Filmverleihe sehen es nicht gerade gerne, wenn Darth Vader plötzlich schwäbisch redet. Herr Vader, lasst Sie den mal in Ruhe. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, man hat mir den YouTube-Account gelöscht, weil natürlich das, was ich mache, illegal ist. Es ist auch irgendwie komisch, dass ich immer noch nicht im Knast bin. Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe ja auch mittlerweile jetzt beschlossen, dass es mir wurscht ist. Früher bin ich ja immer maskiert aufgetreten. Jetzt ist es mir halt egal, denn sollen halt die imperialen Sturmtruppen kommen und mich abholen. Und jetzt, ja, sagen wir mal so, wir haben uns geeinigt. Mit dem einen oder anderen Rechteinhaber habe ich nicht geeinigt. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Also werden auch in Zukunft noch einige Promis und Schauspieler Schwäbisch lernen. Und jetzt kommt gleich wieder der Rainer mit seiner Besserwisserei daher. Bin ich gespannt, was er mit seinem Moderatorenanzügli jetzt wieder zum Verzählen hat.